So, läuft hier in der Patrouille? Was hat er eigentlich für Kleidung an? Warte mal. Der hat doch hier seine Lederkleidung an. Das geht ja gar nicht gerade. Du ziehst gefälligst wieder deine Uniform an. Ja, zieh die Uniform. Was benutze? Die graue Uniform. Benutze die graue Uniform. Genau. So. Wobei der Typ, der da gerade steht, das ja erstaunlicherweise gar nicht so übel genommen hat. Ist das vielleicht jemand anderes? Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Niemand darf zum Gefangenen. Befehl vom Oberst. Ich streite nie mit einem so eindrucksvollen Raufbold. Nenn mich nicht Raufbold! Puh, hat der eine hohe Schlagkraft. Also ohne Medikit komme ich hier garantiert nicht durch. Heißt übrigens Biff, dieser Schläger. Also. Puh. Den kann ich eigentlich nicht besiegen, oder? Es ist so toll. Es ist so überhaupt nicht ätzend, jedes Mal wieder zu laden und die nächste Variante durchzuprobieren. Nein, so überhaupt nicht ätzend. Nein, Spiel. Das hast du fein gemacht. Ich bin ehrlich gesagt versucht, wieder in die Komplettlösung zu schauen und mir einfach anzugucken, wie das funktioniert, weil das ist mir langsam echt zu blöd, für jeden Einzelnen hier wirklich rausfinden zu müssen in mühsamer Kleinarbeit, wie ich ihn dazu bringe, das zu tun, was ich will. Ach, verdammt, das hat nicht geklappt. Naja, ich probier's mal. Guten Abend. Den offiziellen Auftrag habe ich versucht, das hat nicht geklappt. Ich versuche ihn einfach mal mit Geld zu bestechen. Das wollte ich eh häufiger mal testen. Hier, nimm das Geld. Ich schulde dir nichts, richtig, aber dafür lässt du mich. Hey, das hat nicht geklappt. Mist. Was kann ich dir denn noch anbieten? Bist du ein Pokal? Na. Kann ich ihn vielleicht ablenken, indem ich in Lederklamotten ihn erstmal weglenke und dann durchs Fenster abhaue? Nee, da kann ich mich ja nicht mehr umziehen, ne? Weil die Tür ist ja auch zu. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder? Ich glaube, ich kann hier durch. Ich probiere das mal aus. Ich kann ja hier durch. Da rein. Genau, darunter. Und wenn ich jetzt einfach gegenüber, ne, links, linksrum rausgehe, dann sollte ich oben sein. Genau, jetzt bin ich hier. So, jetzt will ich ihn hierher locken. Nein, 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 nein. Ich würde nach da unten locken und dann über die Route, die ich gerade gelaufen bin, wenn er hier unten steht, wieder nach oben gehen. Und es ist ihm einfach völlig egal, dass ich hier bin. Wahnsinn. Kann ich einfach an ihm vorbeilaufen? Na, okay, das funktioniert nicht. Na gut, der nächste Versuch. Also, bestechen mit Bier. Hier, nimm Bier. Du trinkst nicht im Dienst. Verdammt, das tut ihr irgendwie alle nicht. Guten Abend. Okay, wie ist denn der Wachdienst? Das hat auch schon mal funktioniert. Langweilig. Ja, das weiß ich. Du kannst mein Gesicht nicht ganz unterbringen. So, neue Befehle. Habe ich das nicht sogar schon versucht? Ich glaube, das habe ich schon versucht. Das heißt, ich probiere jetzt einfach mal diese Variante.
Also mit den Namen passe ich besser auf. Ja, dann ruf doch mal den Oberst her. Oh, ich kenne doch seinen Namen. Vogel, er heißt Vogel. Du Vogel. Ah, das hat so gut geklappt. Das hat so gut geklappt bis kurz vorm Ende. Natürlich kenne ich den Namen seines Obersts. Deswegen muss ich nicht sein Oberst sagen, sondern eben die andere Option. Aber er scheint auf Autorität so ein bisschen, ne? So ein bisschen sich von Autoritäten was sagen zu lassen, der Typ. Ich versuche es mal nochmal genau abzupassen. Jetzt. Ja, ich bin vor dir, ich bin vor dir, ich bin vor dir, ich bin vor dir, ich will das Medikit. Diesmal hat's geklappt. Ich glaube, man muss sich da wirklich in diesem kleinen Seitengang oben direkt in die Ecke stellen. Nur dann klappt das. Weil wenn der jetzt ein bisschen näher gekommen wäre, dann hätte das schon einen Kampf gegeben. Du fühlst dich viel besser. Ah, jetzt ist es auch wieder weg. Schade. Aber gut, an dieser Stelle speichere ich. Das ist es mir wert. Und weil zwischendurch nicht wirklich viel passiert ist, überspeichere ich das ganz einfach. Wird schon schief gehen. Wieder ist die Tür offen. Tür wieder zu. Die offene Tür ist wieder zu. So, und jetzt überzeuge ich den davon, dass ich hierher gehöre. Falls er denn überhaupt da steht, vor der Tür. Werde ich gleich sehen. Ja, da ist er. Okay. Also. Guten Abend. Bestechen mit Geld, mit Bier funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Also nochmal das hier. Wie ist der Wachdienst? Freund, das gefällt mir nicht, dass er da Freund sagt. Er kann mein Gesicht nicht ganz unterbringen. Und die neuen Befehle, ich glaube, die klappen sie nicht. Was? Sie ändern sich nicht? Was glaube ich, wer sie sind? Ich bin Sturmführer Heinrich. Ich inspiziere ihre Einheit. Verdammt! Auch das klappt nicht. Dann muss ich hier voll kämpfen. Wie der einfach alles abblockt. Das gibt's doch nicht. Boah. Oh, schon wieder so wenig Ausdauer, Mann. Das gibt's doch nicht. Naja, er kämpft schwächer als der Typ da oben. Ne? Der Typ da oben, der Wächter von dem Gefangenen, der hat noch mehr Durchschlagskraft. Aber gerade weil der da steht, bin ich mir eigentlich sicher, dass man schon irgendwie hintenrum da hinkommen muss. Richtig, hier unten gab's ja nichts. Also heute Morgen war schon eine Inspektion, das ist gut zu wissen. Aber das gerade bringt es wahrscheinlich nichts. So, der Typ, der die Gefangenen bewacht, ich glaube, der steht da einfach nur. Der kommt nicht auf mich zu, wenn ich da jetzt vorne dran stehe, sondern der Kampf oder das Gespräch mit dem beginnt erst, wenn ich zu dem hingehe. Deswegen lasse ich es einfach mal sein und schaue mich mal um. Vielleicht liegt da irgendwas rum, was mir hilft, unten über die Fenster wieder nach oben zu kommen. Okay, was gibt's denn hier Schönes? Hier ist ein Fenster, hier ist ein Fenster. Die sehen allerdings nicht so aus, als könnte man sie öffnen. Ich probiere es trotzdem mal. Geht nicht auf. Und geht nicht auf. Kannst du sie vielleicht mit dem Pokal öffnen? So ganz dezent einschlagen. Nein. Okay, dann gehen wir nach draußen. Wieder ein Raum, in dem es nichts gibt. Bei dem Oberst war, glaube ich, kein Fenster draußen. Ne, ist ja auch zu einfach. Aber hier gibt es einen Raum. Mal schauen, was es hier so Tolles gibt. Ein grüner Teppich, ein nicht öffnbares Fenster und mal wieder eine großartige Wand mit nichts. Jo, da ist wieder ein Fenster. Schauen wir das mal an.
Ich glaube, ich schaue mir die Dinge einfach viel zu selten an. Kalte, stürmische Nacht. Drück mal das Fenster ein. Zieh daran. Öffne? Nee. Ja, das ist eh zu dünn, da passt da nicht durch. Vielleicht kann ich ja an den anderen Fenstern ziehen oder drücken. Ziehen oder drücken, ziehen und drücken verwende ich, glaube ich, auch fast nie, sondern immer nur so, ja, öffnen, schließen, benutzen. Wobei drücken, glaube ich, jetzt eher weniger, als es hilft. Aber bei ziehen könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht da irgendwas rausbricht. Nein, tut er nicht. Na gut, wie komme ich jetzt zu den Gefangenen? Na, indem ich mit dem Wächter rede und ihn überzeuge, mich durchzulassen. Weil unten Fenster, über die Fenstersimse hat ja nicht geklappt. Befehl vom Oberst. Ich soll den Gefangenen runterbringen. Das ist gegen deinen Befehl. Geh mir aus dem Weg oder sonst. Du musst noch Manieren lernen, Junior. Boah, ein Schlag. Mann, Mann, Mann. Das war mal wieder ein sehr erfolgreicher Kampf. Vielleicht hätte ich am Anfang des Spiels tatsächlich noch trainieren sollen. Andererseits hatte ich mittlerweile so viel Training. Es wurde nicht besser. Vielleicht hat man am Anfang ja die Schwierigkeitsgrad damit indirekt gewählt und ich jetzt bei leicht belassen sollen, weil ich habe ja dann noch auf normal gegen den Trainer gekämpft in der Turnhalle. Keine Ahnung. So, das ist der Typ. Gesprächsoption 3 hat nicht funktioniert, Option 2 auch nicht. Dann probiere ich es doch einfach mal mit Gesprächsoption 1. Der hat bisher bei den anderen nicht funktioniert, aber vielleicht klappt es ja diesmal. Die Hosen sind zerdrückt. Was heißt hier Entschuldigung, keine Zeit zu bügeln? Nein, er ist kein Offizier. Er. Das ist mir egal. Jetzt verschwende ich meine Zeit zur Seite. Ah. Zu finden. Ein letzter Versuch, dann ist Schluss für heute. Aber ich soll dich ablösen. Das hat genau gar nicht geklappt. Ja, das war's dann für heute.